So, meine Damen und Herren, ich hatte das Vergnügen, das Forum Zukunft Nachwuchs zu moderieren. In diesem Forum Nachwuchs hatten wir drei sehr interessante Referenten. Das war zum einen war das der Herr Fiebrands, der uns einen sehr deutlichen Einblick in die Nachwuchsförderung geben konnte, in Bezug auf Young Professionals, die an die Normung herangeführt werden, um auch gleich jungen Leuten die Normung nahe zu bringen und attraktiv zu machen. Ja, genauso ging es dann auch weiter mit dem Science to Standards Programm der DKE, wo Bachelor- oder Masterstudenten bei ihrer anzufertigen Arbeit nicht nur fachlich, sondern auch finanziell beispielsweise unterstützt werden. Dann hat er uns noch einen Einblick gegeben in die verschiedenen Workshops an verschiedenen Hochschulen beispielsweise, wo dann gleich schon wieder der persönliche Kontakt zwischen dem VDE oder der DKE zu den Studenten hergestellt wird. Und unterfüttert wurde das nochmal mit Informationen von mir, weil wir beispielsweise vom VDE-Institut selber auch in der Nachwuchsförderung tätig sind, indem wir natürlich gleich die Leute, die mit der Technik später, mit der VDE-geprüften Technik ein Leben lang zu tun haben, wie beispielsweise dem Elektroinstallateur nahebringen, was so ein normaler Hausgeräteschalter eigentlich alles über sich ergehen lassen soll, bis er das VDE-Zeichen trägt. So, dann hatten wir beispielsweise, ich muss umdrehen, dann hatten wir die Frau Fritz und den Herrn Fischer, die uns einen Einblick gegeben haben in die sogenannten User Stories, was wieder ganz klar macht, dass die DKE-Arbeit sehr, sehr stark interessiert ist an den Problemen, die normale User von technischen Dingen haben. Das bedeutet, Frau Fritz hat sich ganz aktiv in verschiedenen Workshops oder gerade an den verschiedenen Hochschulen die Probleme angehört oder die Stories angehört, die die User mit der heutigen Technik haben und versucht, diese in verschiedenen Programmen oder beispielsweise dann später auch in verschiedenen Cases dann in die Normung mit einfließen zu lassen. So, dann am Ende hatten wir den Herrn De Vries und ich werde jetzt nicht technisch in diesen Sachverhalt einsteigen. Er hat uns sehr, sehr deutlich gemacht, was es bedeutet, ein bidirektionales Powerline-System zu implementieren. Und ich kann Ihnen nur so viel sagen, das, was nach meiner Zusammenfassung passiert, das hat er nicht umsonst verdient. Ja? So, also, ich will nur mal kurz zusammenfassen. Ich habe mir vor diesem Nachwuchsforum habe ich mir die Frage gestellt, warum brauchen wir junge Leute? Warum? Junge Leute brauchen wir aufgrund ihrer Ideen, ihrer Köpfe, ihrer Sichtweisen, aufgrund ihrer Bedürfnisse. Junge Leute haben ganz andere Bedürfnisse an die heutige Technik, wie wir sie beispielsweise haben. Ja, meine 4-jährige Tochter, die geht zu einem Röhrenfernseher und ist nicht beeindruckt davon, wenn sich das Bild nicht weiterschieben lässt. Ja, das sind so Dinge, die beispielsweise durch die Frau Fritz auch mit eingefangen werden können. Dann muss man sich im Klaren darüber sein, dass jegliche technische Innovation von diesen jungen Ingenieuren und Technikern kommt. Jegliche. Die müssen wir einfangen. Und das können wir als VDE oder als DKE. Weil wir können diesen technischen Innovationen eine Plattform geben, verbreitet zu werden. Denn wir können diesen Technikern, diesen Ingenieuren eine Sprache geben. Wir können diesen Technikern und Ingenieuren beibringen, diese Informationen oder diese Innovation in Standards und Normen zu gießen oder beispielsweise in diese Use Cases oder in Pilotprojekte. Klar ist es so, dass Normen sich verändern müssen. Das wurde uns in verschiedenen Vorträgen heute schon ganz klar gemacht. Normen müssen sich verändern, die Normarbeit muss sich verändern. Aber ich möchte noch mal eine persönliche Sache ans Herz legen, und zwar, Normen werden von Menschen für Menschen gemacht. Das muss man sich immer ganz klar machen. Derjenige, der die Norm schreibt, muss sich darüber im Klaren sein, dass derjenige, der die Norm liest, ein Mensch ist. Ich möchte noch mal das Arbeiten in der DKE oder auch gerade in Bezug auf Normen noch mal versuchen, in ein Gefühl zu fassen. Schauen Sie sich um hier im Raum. Schauen Sie an die Decke, schauen Sie auf den Bildschirm, schauen Sie auf die Kabel. Wir von der DKE, wir können in jede dieser dahinterstehenden Welten einblicken. Ob es jetzt die Kabeltechnik ist, die Beamertechnik, die Leuchtentechnik. Und das verbunden, oder das würde ich gerne mit dem Gefühl von Stolz verbinden. Ich bin 36 Jahre alt.
Und ich bin stolz, in einer solchen Organisation zu arbeiten. Vielen Dank.